Aus Science Fiction wird eine Nischentechnologie. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Und schließlich Hightech für den Alltag. Amazon will zukünftig mit Hilfe von Drohnen ausliefern. Drohnen haben die Kriegsführung revolutioniert. Der Laserstrahl führt die Rakete zum Ziel. Dies ist die Geschichte einer Erfindung. Unbemannte Fluggeräte kommen immer häufiger zum Einsatz. Die den Himmel im Sturm erobert hat. Damit ist alles möglich. Die Ära der Drohnen hat begonnen. Wir konnten viele Leute von der Technologie überzeugen. September 2001. Die USA stehen unter Schock. Terroristen haben eine Serie verheerender Anschläge verübt. Thousands likely dead. Downtown New York in chaos. Scores of police, firefighters were in the area when the buildings came down. Schnell ist klar, wer dahinter steckt. Al-Qaida-Chef Osama bin Laden. Er hält sich in Afghanistan versteckt. Die USA rufen den sogenannten Krieg gegen den Terror aus und starten die Operation Enduring Freedom. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaida terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Die USA greifen erst aus der Luft an, dann folgen Bodentruppen. Aber die Air Force hat noch ein Ass im Ärmel, die Predator. Die Drohne ist eine Allzweckwaffe. Das erste moderne, ferngesteuerte Kampfflugzeug, das Ziele erkennen und angreifen kann. Hinter mir steht die MQ-1 Predator von General Atomics. Umgangssprachlich sagt man Drohne, aber bei der Air Force nennt man sie ferngesteuertes Flugobjekt. Die Predator ist 8 Meter lang, 16 Meter breit und wiegt beladen etwas mehr als eine Tonne. Angetrieben wird sie von einem Vierzylinder-Rotax-Motor. Rotax stellt auch Schneemobilmotoren her. Sie könnten also schon mal mit einem Predator-Motor gefahren sein. Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei 220 Kilometern pro Stunde. Zum Einsatzort kommt sie allerdings meist in einer Transportkiste. Sie lässt sich ganz einfach verstauen. Man muss nur die Flügel abschrauben, dann passt sie problemlos in so eine Truhe. Darin können wir sie an jeden Ort der Welt fliegen. Am 7. Oktober 2001 beginnt die US-geführte Intervention in Afghanistan. Die Predator ist da schon längst im Einsatz. Wir hatten schon im September mit den Aufklärungsflügen angefangen, als Vorbereitung auf den Luftkrieg. Major Scott Swanson war der leitende Pilot des Predator-Programms. Wir haben unsere Einheiten mit allen Informationen über die Gegend versorgt, die sie brauchten. Was passiert an den afghanischen Luftabwehr, Radar- und Raketenstationen? Wo sind gerade Truppen unterwegs und so weiter? Alles, was für einen Luftkrieg wichtig ist. Die Predator sucht auch nach Terroristen und wird schnell fündig. Wir bekamen Koordinaten, die wir prüfen sollten. Als unsere Drohne dort ankam, sahen wir einen Konvoi. Er gehörte zu Mullah Omar, dem Chef der Taliban. Ein ganz dicker Fisch. Mullah Omar ist Bin Ladens engster Verbündeter. Auf seinen Kopf sind 10 Millionen Dollar ausgesetzt.
Überall Fahrzeuge und bewaffnete Wachmänner. Es war schnell klar, dass da jemand Wichtiges kam. Omar ist nicht der erste Top-Terrorist, den Swanson im Visier hat. Bei einem Afghanistan-Einsatz im Herbst 2000 sahen wir eine Gruppe Männer auf der Straße. Und dann einen großen, weiß gekleideten Mann, der aus einem Gebäude kam. Wir wussten sofort, das ist Osama bin Laden. Bin Laden gehört damals zu den meistgesuchten Terroristen weltweit. Ihn zu schnappen wäre ein Riesentriumph. Aber Swanson ist zum Zuschauen verdammt. Wir hatten leider keine Waffen an Bord. Das Pentagon zieht Konsequenzen aus der verpassten Chance. Es gab zwar schon Pläne, die Predator zu bewaffnen, aber sie kamen nicht so richtig voran. Der Vorfall mit Bin Laden war ein Weckruf. Danach ging alles ziemlich schnell. Predator heißt auf Deutsch Raubtier. Die bewaffnete Version soll ihrem Namen gerecht werden. Die Predator ist hauptsächlich dazu da, die Gegend zu überwachen und Informationen zu beschaffen. Aber manchmal greift sie auch ins Kriegsgeschehen ein und unterstützt die Bodentruppen. Und zwar mit der Hellfire-Lenkrakete. Die Predator kann mit zwei AGM-114 Hellfire-Raketen bestückt werden. Sie hängen an einer M-299 Startschiene. Man kann sie einfach draufschieben. Eine Crew besteht aus zwei Leuten. Dem Piloten und dem Sensor Operator. Der Pilot leitet die Mission. Er lenkt die Drohne und feuert die Raketen ab. Der Sensor Operator steuert die Sensoren an Bord, zum Beispiel das multispektrale Zielsystem. Die multispektrale Zielerfassung ist das Herz der Drohne. Ihr Prinzip ist einfach und effektiv. Wenn die Drohne ein Ziel ausgemacht hat, markiert der Operator es mit einem Laser- oder Infrarotstrahl. An der Spitze der Hellfire-Rakete sitzt ein Sucher, der diesen Strahl registriert und automatisch Flugbahn und Entfernung berechnet. Der Laser markiert das Ziel ziemlich genau, plus minus ein paar Meter. Sobald die Rakete die Markierung registriert hat, wird sie abgefeuert und steuert direkt auf das Ziel zu. Von einem Militärbunker in Virginia aus steuern Captain Swanson und sein Sensor Operator eine Predator über Afghanistan. Die Drohne schwebt über einem Versteck von Taliban-Anführer Mullah Omar. Sie hat zwei Hellfire-Raketen an Bord, doch das neue Waffensystem ist noch nie zuvor im Kampf eingesetzt worden. Das System hatte noch ein paar Macken. Für uns war das quasi ein Testflug. Omar und sein Gefolge verlassen das Gebäude. Sie steigen in einen Wagen und fahren in die Stadt. Für den Sensor Operator war es nicht einfach, den Wagen im Visier zu behalten. Ich habe versucht, die Predator so zu steuern, dass er ihn jederzeit gut sehen konnte. Es war wie ein Katz-und-Maus-Spiel mit Kamera. Omar und seine Männer fuhren zu einem Gebäudekomplex. Sie gingen rein, ein Bodyguard blieb draußen. Swanson lässt die Drohne am Himmel kreisen. Er wartet auf die F-14 Kampfjets der Air Force. Wir dachten, sie würden Omar mit einem gezielten Angriff ausschalten. Aber ein Bombenangriff aus der Luft könnte viele unschuldige Leben kosten.
Das Zentralkommando wollte keinen großen Kollateralschaden riskieren. Die Jäger wurden zurückgepfiffen. Wir bekamen den Befehl, die Zielperson selbst auszuschalten. Mit den Hellfire-Raketen der Predator. Swanson und der Sensor Operator machen sich bereit. Alle im Bunker waren angespannt. Das Waffensystem war noch nicht im Kampf erprobt worden. Wenn bei dem Angriff Zivilisten sterben, könnte die Zukunft des Drohnenprogramms auf dem Spiel stehen. Captain Swanson und der Sensor Operator starten den Countdown zum Angriff. Ready fire missile, lasers coming on. Der Sensor Operator hatte den Bodyguard im Visier. Ich war bereit, den Knopf zu drücken und die Hellfire abzufeuern. Ich habe abgedrückt und weg war sie. Die Rakete ist so schnell. Man sieht sie erst, wenn sie einschlägt und explodiert. Omars Gefolge wird bei der Explosion getötet, doch er selbst entkommt. Drohnenmissionen fühlen sich genauso an wie Hubschraubermissionen. Alle Sinne sind aktiv. Man sieht den Kampf zwar nur, man riecht und schmeckt ihn nicht, aber man ist emotional voll dabei. Auch wenn die Mission nicht hundertprozentig erfolgreich ist, sie ist ein Meilenstein in der Kriegsführung. Die Ära der Drohnen hat begonnen. Uns war klar, dass das ein großer Fortschritt war und dass es bald noch mehr geben würde. Drohnen. Kaum eine andere Technologie hat in den vergangenen 10 Jahren für so viel Aufsehen gesorgt. Die fliegenden Roboter sind überall. Sie schießen Fotos aus der Luft, fliegen Kriegseinsätze und helfen in der Landwirtschaft. Ihr Ursprung liegt mehr als 100 Jahre zurück. Die Geburtsstunde des unbemannten Motorflugs war Ende des 19. Jahrhunderts. Roger Connor ist Kurator im National Air and Space Museum in Washington, D.C. Mit Samuel Langley hat alles angefangen. Er war damals Leiter des Smithsonian und Luftfahrtpionier. In den 1890er Jahren entwickelt Langley eine Reihe experimenteller Flugzeuge aus Holz, Seide und Perkalingewebe. Zusammengehalten werden sie von Draht. Er nennt sie Aerodrome. Übersetzt heißt das so viel wie Luftrenner. Am 6. Mai 1896 ließ Langley eins seiner dampfbetriebenen Modelle von einem Hausboot auf dem Potomac River starten. Der Flieger schaffte es immerhin 800 Meter weit. Es ist der bis dahin längste Flug eines unbemannten motorisierten Flugobjekts. Aber Langley hat Pech. Zwei Brüder aus Ohio stellen seine Erfindung bald in den Schatten. Nach dem Pionierflug der Gebrüder Wright verschwand Langley relativ schnell von der Bildfläche. Ein bemanntes Flugzeug, das wollten die Leute sehen. Im Ersten Weltkrieg bekämpfen sich Soldaten erstmals in und aus der Luft. Und riskieren dabei ihr Leben. Unzählige stürzen ab und sterben. Irgendwann haben sich ein paar Luftfahrtexperten hingesetzt und nach einer Alternative gesucht, die weniger Leben kostet. Einer von ihnen ist Charles Kettering. Im Auftrag des Militärs entwickelt er ein unbemanntes Flugzeug mit Sprengstoff an Bord. Eine fliegende Bombe. Er nennt sie Kettering Bug. Kettering-Käfer.
Der Käfer ist von einem Schienenwagen gestartet. Er hatte einen Kreiselkompass an Bord und ein Zählwerk, das den Motor nach einer bestimmten Zahl von Umdrehungen abgestellt hat. Dann fielen die Tragflächen ab und die Konstruktion stürzte samt Sprengstoff auf die Erde. Eine revolutionäre Technologie, wenn sie denn funktionieren würde. Längere Flüge waren mit dem Käfer nicht möglich. Und in der Zwischenzeit wurden die bemannten Bomber immer besser. Sie waren den unbemannten Flugzeugen an diesem Punkt haushoch überlegen. Damit war der Kettering-Bug vom Tisch. Aber der unbemannte Flug kommt nicht völlig aus der Mode. Das Militär findet ein neues Anwendungsgebiet. Vor dem Zweiten Weltkrieg kam frischer Wind in die Sache. Unbemannte Flugkörper eigneten sich perfekt als Übungsziele für die Schützen von der Flugabwehr. Ausgemusterte Kampfflieger werden zu Drohnen umgerüstet. Damit konnten die Soldaten richtige Gefechte nachstellen und üben, auf ein bewegliches Ziel zu schießen. Gelenkt wird per Funkfernsteuerung. Anfangs fliegen die Drohnen noch blind, aber das ändert sich bald. Die Videotechnik war so weit fortgeschritten, dass sie Kameras an Bord installieren konnten. In Flugzeugen und sogar an Raketensystemen. Die Drohnen hatten jetzt Augen. Das Kriegsministerium sieht eine Chance. Es gibt die Entwicklung einer Kampfdrohne in Auftrag. Und schon bald rollen die ersten Prototypen aus dem Hangar. Die TDR und die TDN-1. Im März 1944 macht die Navy mit den neuen Drohnen Jagd auf japanische Schiffe. Sobald eine Drohne in der Luft ist, übernimmt ein Soldat in einem Kampfflugzeug die Steuerung. Über einen 5-Zoll-Monitor kann er ihren Flug live mitverfolgen. Er saß hinten im Cockpit und hat den Flug am Bildschirm überwacht. Er war sozusagen ihr Gehirn. Mit Hilfe der Videobilder konnte er sie lenken. Die Drohne kann aus bis zu 13 Kilometern Entfernung bedient werden. An Bord hat sie einen Torpedo oder eine 900-Kilo-Bombe. Das Revolutionäre? Nach dem Angriff kehrt sie zurück. Die TDR-1 war die erste Kampfdrohne, die mehrmals eingesetzt werden konnte. Das war ein entscheidender Vorteil gegenüber ihren Vorgängerinnen. Dennoch entpuppt sich der Prototyp als Enttäuschung. Die Trefferquote liegt bei nur 50%. Herkömmliche Kampfjets und Bomben waren immer noch viel effektiver. Moderne Kampfdrohnen, wie wir sie heute kennen, wurden erst viel später entwickelt, während des Kalten Krieges. Mai 1960. Die USA schicken Aufklärungsflugzeuge in den sowjetischen Luftraum. Das bekannteste Modell war damals die Lockheed U-2. Sie war sehr leistungsfähig, aber leider nicht besonders robust. Der Air Force-Pilot Francis Gary Powers wird in 20.000 Metern Höhe von einer russischen Flugabwehrrakete abgeschossen. Der Vorfall hat der Air Force klargemacht, dass sie ihre Aufklärungsmethoden überdenken musste. Wenig später ruft das Pentagon ein streng geheimes Programm ins Leben. Codename Red Wagon.
Das Ziel ist, unbemannte Fluggeräte für besonders eintönige oder riskante Missionen zu entwickeln. Auf der Suche nach einer Lösung stießen sie auf die Lightning Bug. Ihre Feuertaufe hat die Lightning Bug im Vietnamkrieg. Sobald sie vom Trägerflugzeug abgekoppelt wird, fliegt sie auf einer programmierten Route über das feindliche Territorium. Wenn sie genügend Aufnahmen gemacht hat, fängt ein Hubschrauber die Drohne wieder ein. Die Lightning Bug hat bei Aufklärungsmissionen in Vietnam, China und Südostasien eine wichtige Rolle gespielt. Nach mehr als 34.000 Missionen wird die Lightning Bug Ende der 70er Jahre ausrangiert. Nach dem Vietnamkrieg hat die Regierung den Wehretat gekürzt. Für die Entwicklung unbemannter Fluggeräte war kein Geld mehr da. Aber die Army hält an der Technologie fest. 1975 beauftragt sie Lockheed Martin, eine neue Drohne zu entwickeln. Die Anforderung? Sie soll mit einem Laser Ziele für Bombenangriffe markieren. Die Amerikaner taufen sie Aquila, lateinisch für Adler. Die Aquila hat ihre Videobilder an Bodenstationen gesendet. Wenn sie ihr Ziel gefunden hatte, markierte sie es mit einem Laser und lenkte so Raketen und Bomben direkt dorthin. In wenigen Jahren verschlingt das Projekt mehr als eine Milliarde Dollar. Neue Lenksysteme, neue Start- und Steuermethoden. All diese Technologien mussten gleichzeitig entwickelt werden. Und fast überall gab es Probleme. 1987 stellt das Pentagon die Finanzierung ein. Das war ein klares Zeichen. Das Drohnenprogramm steckte in der Krise. Das Ende der Aquila ist ein herber Rückschlag. Unbemannte Flugkörper sind einfach zu teuer. Nur ein Wunder kann das Programm jetzt noch retten. 1983. In den USA stehen die Drohnen kurz vor dem Aus. Tausende Kilometer weiter östlich haben Ingenieure mehr Erfolg. Das israelische Militär hat günstige und leicht zu bedienende Drohnen konstruiert, die aufklären und Ziele erfassen können. Die US Navy wird aufmerksam. Diese Drohnen konnten vieles, das die Leute von der Navy nicht hingekriegt hatten. Also haben sie den Israelis ein Angebot gemacht. Aus dieser Kooperation ist dann die RQ-2 Pioneer entstanden. Die Pioneer sieht unscheinbar aus, aber sie verändert die Kriegsführung maßgeblich. Februar 1991. Der Golfkrieg. Das Schlachtschiff USS Wisconsin wartet im Persischen Golf auf den Befehl zum Angriff. Am Deck bereitet die Besatzung die Pioneer auf ihren Einsatz vor. Sie soll nach irakischen Raketenstellungen suchen. Die Pioneer sollte Ziele für die 5 Zoll und die 16 Zoll Geschütze ausfindig machen. Lieutenant Commander Randall McDonald hat die Drohnenmissionen an Bord der USS Wisconsin geleitet. Die 16 Zoll Kanone konnte 45 Kilometer weit feuern. Auf diese Entfernung konnte man den Schaden nicht besonders gut einschätzen. Dafür hatten wir ja die Pioneer. Mit ihr konnten unsere Schützen das Ziel vor Ort überwachen und falls nötig die Ausrichtung der Geschütze korrigieren.
Die Pioneer wird zur effektivsten Drohne in der Geschichte der Navy. Sie hilft den Soldaten, die irakischen Raketenstellungen systematisch auszuschalten. In den feindlichen Reihen macht das schnell die Runde. Am 27. Februar 1991 entdeckten irakische Soldaten eine Pioneer über sich am Himmel. Sie flog recht tief. Die Männer wussten sofort, dass es gleich Geschosse von einem der amerikanischen Schlachtschiffe hageln würde. Daraufhin haben sie angefangen, weiße Flaggen, T-Shirts und Handtücher zu schwenken. Es war das erste Mal, dass sich Menschen einem Roboter ergeben haben. Doch die Drohnentechnologie hat immer noch Schwachpunkte. Das größte Problem war, dass die Sichtverbindung nicht unterbrochen werden durfte. Sobald eine Drohne hinter dem Horizont verschwunden war, hattest du kein Bild und keine Kontrolle mehr. Der Raumfahrtingenieur Abraham Karem findet eine Lösung. Er hatte in Israel unbemannte Flugsysteme entwickelt, aber auch mit Gleitern und anderen Fluggeräten experimentiert, die lange in der Luft bleiben sollten. 1994 konstruiert Karem eine Drohne mit Satellitensystem. Er nennt sein Modell Predator. Das Neue an der Predator ist, dass man sie selbst vom anderen Ende der Erde aus steuern und überwachen kann. Sobald die Predator den Sichtkontakt verliert, verbindet sie sich mit einem Satelliten. Er erfasst die Daten der Bodenstation und überträgt sie an die Drohne. So kann die Crew sowohl das Fluggerät als auch das Zielerfassungssystem weiterhin steuern. Umgekehrt funktioniert es genauso. Die Drohne macht Aufnahmen und sendet sie über das Satellitensystem an die Bodenstationen. Fast in Echtzeit. Bei der Übertragung des Signals von der Drohne zur Bodenstation gibt es leider eine Verzögerung von 1-2 Sekunden. Dank Satellitenverbindung ist die Predator nahezu überall einsetzbar, auch bei Rettungseinsätzen. August 2013, Kalifornien. Waldbrände wüten im Yosemite-Nationalpark. You're looking at some of the 187,000 acres that has been burned by the rim fire. 50.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz, aber das Feuer greift rasend schnell um sich. Die Situation scheint aussichtslos. Das 163. Aufklärungsgeschwader der kalifornischen Nationalgarde kommt zu Hilfe. Am Sonntag bekam ich einen Anruf. Sie wollten eine MQ-1 Predator im Kampf gegen die Waldbrände einsetzen. Colonel Dana Hessheimer ist damals der Kommandant des Aufklärungsgeschwaders. Ich wollte sofort mit dem Einsatz starten. Unsere Drohne sollte das Gebiet rund um die Uhr überwachen. Das war überhaupt kein Problem. Sowas machen wir schließlich täglich. Die Predator ist eine gefürchtete Waffe. Aber ursprünglich wurde sie zur Aufklärung und Überwachung konzipiert. Die Predator kann bis zu 24 Stunden am Stück in der Luft bleiben. Das macht ihr kein bemanntes Flugzeug nach. Sie hat drei Kameras an Bord, eine davon in der Nase. Diese Kamera benutzt der Pilot hauptsächlich beim Starten und Landen. Sie zeigt starr nach vorne. Man kann sie nicht bewegen. Die anderen Kameras stecken im Sensorenball unter dem Rumpf. Diese hier liefert gleich zwei Bilder, ein normales und ein Infrarotbild. Damit kann die Drohne auch in der Nacht und sogar durch Wolken und Rauch sehen.
Bei Rauch und Dunkelheit bleiben bemannte Flugzeuge meist am Boden. Unsere Drohne fliegt trotzdem und liefert Echtzeitbilder in Infrarot. Die dritte Kamera nimmt im Weitwinkel- und Ultraweitwinkelformat auf. Drei Full-Motion-Kameras, vier Videobilder in Echtzeit. Das Beste an unbemannten Flugobjekten ist, dass kein Pilot sein Leben riskieren muss. Der March Militärflugplatz in Kalifornien. Die Predator macht sich auf den Weg zum gut 500 Kilometer entfernten Yosemite Nationalpark. Es ist das erste Mal, dass die Nationalgarde die Drohne zur Unterstützung von Zivilbehörden einsetzt. Kann sie helfen, den Waldbrand zu bekämpfen? Ich war froh darüber, dass wir die Feuerwehr unterstützen konnten. Wir wollten den Leuten beweisen, dass diese Technologie mehr kann als töten. Sie kann auch Gutes tun. Nach 2 Stunden Flugzeit erreicht die Drohne ihr Ziel. Pilot und Sensor Operator verschaffen sich einen Überblick. Tausende Feuerwehrleute waren im Einsatz. Teilweise sind die Flammen direkt über ihren Köpfen hinweggezogen, oben in den Baumwipfeln. Und sie haben es nicht gemerkt. Das Gebiet ist hunderte Quadratkilometer groß und extrem unübersichtlich. Der Einsatzleiter muss jederzeit wissen, wo seine Leute gerade sind. Das ist seine Hauptaufgabe. Aber in den Bergen ist das schwierig. Die Kommunikation reißt ständig ab. Kaum ist die Predator über dem Zielgebiet, bekommt Hessheimers Crew ihren ersten Auftrag. Der Einsatzleiter hatte den Kontakt zu einem der Teams verloren. Wir sollten mithelfen, sie zu finden. Das Schlimmste wäre gewesen, wenn die Flammen sie eingeschlossen hätten. Die Predator nimmt Kurs auf die Stelle, an der die Einsatzkräfte zuletzt gesehen wurden. Die Rauchschwaden waren fast 1000 Meter hoch. Aber die Infrarotkamera kann problemlos durch Rauch hindurchsehen. Wir haben die Videobilder live an den Einsatzleiter gesendet. Während sich die Drohne systematisch über der Gefahrenzone vorarbeitet, sucht der Sensor Operator die Aufnahme nach den Feuerwehrleuten ab. Die Atmosphäre ist angespannt. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf der Predator. Dann die Erleichterung. Der Sensor Operator entdeckt die vermissten Männer auf einer Anhöhe. Nach 5 Minuten konnten wir dem Einsatzleiter mitteilen, dass seine Leute in Sicherheit waren. Alle waren völlig sprachlos. In der folgenden Woche ist die Predator weitere 80 Stunden in der Luft und beweist mit jedem Flug, wie vielseitig sie ist. Wir haben vermisste Mannschaften aufgespürt, geholfen, Teile des Yosemite Parks zu retten und verhindert, dass das Feuer Stromleitungen zerstört. Der Brand vernichtet 1100 Quadratkilometer Wald. Aber zum Glück kommt niemand ums Leben. Yosemite ist einer der schönsten Nationalparks überhaupt. Dieser Einsatz war eine große Sache für uns. Wir waren sehr froh, dass wir den Leuten und dem Park helfen konnten. Tausende Kilometer entfernt hat eine andere Drohne ebenfalls Leben gerettet. Und zwar von US-Soldaten. 2010, Afghanistan. Die Army verzeichnet so viele Verluste wie schon lange nicht mehr. Die
In all the years that American troops have been fighting in Afghanistan, they have never seen this many IED attacks. Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, kurz IEDs, töten Dutzende US-Soldaten. Dabei handelt es sich um selbstgebaute und getarnte Sprengfallen. Bei unserem Einsatz in Ostafghanistan ist fast jeden Tag ein IED explodiert. Sergeant Darren Bland war bei der Operation Enduring Freedom im Einsatz. Kaum hatten wir eine Sprengfalle entschärft, wartete hinter der nächsten Kurve schon die nächste. Abhilfe soll eine 8 Kilo leichte Drohne schaffen, die RQ-20 Puma. Sie ist batteriebetrieben, fliegt mit einem Propeller und lässt sich mühelos überall hin mitnehmen. Die Jungs können sie in einer Viertelstunde zusammenbauen, ohne die Hilfe von Technikern oder Höherrangigen. Größere Drohnen starten von einer Startbahn oder von einem Katapult. Die Puma braucht so etwas nicht. Ein kräftiger Wurf und sie segelt durch die Luft wie ein Papierflieger. Ein Puma-Team besteht aus zwei Personen. Der Mission Operator bringt die Drohne auf Kurs. Er programmiert am Touchscreen ihre Route und weiß dank GPS immer, wo sie gerade ist. Der Vehicle Operator ist ihr Auge. Mit einer Steuerkonsole lenkt er die Puma und überwacht die Kamerabilder. Er erfasst feindliche Soldaten und prüft, was sie dabei haben. Die Puma soll US-Soldaten schützen. Afghanistan ist ihre erste große Bewährungsprobe. Sergeant Darren Bland und seine Einheit lotsen einen Versorgungskonvoi durch afghanisches Hinterland. Die Straße ist gespickt mit IEDs. Die Soldaten versuchen, sie rechtzeitig aufzuspüren. Wir wussten, die Straße ist wie gemacht, um IEDs auszulegen. Wenn eins davon einen Truck aus unserem Konvoi getroffen hätte, wären wir richtig in Schwierigkeiten gewesen. Darum haben wir die Puma vorgeschickt. Sie sollte für uns die Gegend ausspähen und uns rechtzeitig warnen. Bevor der gefährliche Teil der Strecke beginnt, hält Bland an. Der Rest des Konvois fährt weiter. Wir haben uns an einer Stelle versteckt, von der aus wir gute Sicht auf die Straße hatten. So konnten wir die Drohne fliegen lassen und die Gegend ausspähen, bevor unsere Feinde überhaupt wussten, dass wir da waren. Bland macht die Puma startklar. Sie fliegt vor den Konvoi und sucht die Straße nach Sprengfallen ab. Ich hatte die ganze Zeit nur eine Sache im Kopf. Wenn ich eine Gefahr nicht schnell genug erkenne, ist es zu spät. Die Luft scheint auf den ersten Blick rein. Aber dann fällt dem Vehicle Operator etwas Verdächtiges ins Auge. Hinter der nächsten Kurve standen drei Männer um ein Loch herum. Sie hatten es offenbar gerade erst gegraben. Uns war sofort klar, was sie vorhatten. Sie wollten eine Sprengfalle legen. Wir haben den Konvoi per Funk gewarnt, dass alle Fahrzeuge sofort anhalten sollen. Offenbar haben die Männer bemerkt, dass sie beobachtet werden. Als Blands Soldaten sie stellen wollen, treten sie den Rückzug an. Und sind kurze Zeit später über alle Berge. Sie sind die Straße hochgelaufen, haben den Sprengsatz in ihr Fahrzeug geladen und sind weggefahren. Bland verbucht den Einsatz trotzdem als Erfolg.
Diese Typen konnten ihren Plan nicht durchziehen. Wir sind ihnen zuvorgekommen. Mit der Puma haben wir die Gefahr rechtzeitig erkannt und eliminiert. Inzwischen hat die US Army mehr als 300 Puma-Drohnen in Benutzung. Stückpreis $400.000. Kleine, unbemannte Flugobjekte werden auf dem Schlachtfeld immer wichtiger. Und nicht nur da. Auch der zivile Markt wächst rasend schnell. März 2012. In der Kleinstadt Liberty in Texas wird seit einer Woche ein 2-jähriger Junge vermisst. Mindestens 200 Personen waren an der Suche und der Planung der Rettungsaktion beteiligt. Captain Ken DeFour arbeitet damals beim Sheriff's Department von Liberty County. Die Gegend hier ist sehr sumpfig. Da leben Alligatoren, Schlangen und andere Raubtiere. Nicht nur der Junge, auch unsere Suchmannschaften waren in Gefahr. Nach tagelanger Suche fehlt immer noch jede Spur von dem Jungen. Wir haben zu Fuß gesucht mit Quads, Tauchteams, Hubschraubern. Wir haben jedes Mittel benutzt, das wir zur Verfügung hatten. Nur eines haben sie noch nicht versucht, eine Drohne loszuschicken. Polizeiwachen und Rettungsdienste müssen mit ihrem Geld haushalten. Eine Drohne anzuschaffen, kommt für sie meist nicht in Frage. Die Technologie ist viel zu teuer. Sowas können sie sich nicht leisten. Gene Robinson entwickelt seit mehr als 20 Jahren unbemannte Flugobjekte. Da komme ich als Privatperson ins Spiel. Ich kann ihnen genau das bieten, was sie brauchen. Das Militär hat Konkurrenz bekommen. Viele Hobbybastler bauen mittlerweile eigene Drohnen. Das ist die Spectra, ein Nurflügler. Sie wurde für Luftaufnahmen konstruiert. Dank des Spezialflügels fliegt die Spectra weit und schnell. Die Flügel sind gepfeilt und laufen spitz zu. Dadurch sind sie stabil und gleichzeitig sehr leicht. Je leichter das Fluggerät, desto länger kann es in der Luft bleiben. Und lange Flugzeiten sind bei einer Suchaktion das A und O. Das kleine Fluggerät schafft es auf knapp 4000 Meter Höhe. Eine beachtliche Leistung. Für gute Fotos fliegt sie allerdings deutlich tiefer. Die Kamera an Bord ist für Aufnahmen aus etwa 120 Metern Höhe gemacht. Sie eignet sich also hervorragend für eine Suchaktion. Sie erfasst sogar kleinste Details. Zum Beispiel etwas so Kleines wie einen Turnschuh. Gene Robinson packt die Spectra in seinen Van und macht sich auf den Weg nach Liberty, um die Suchmannschaften zu unterstützen. Der Junge wurde schon so lange vermisst. Wir mussten davon ausgehen, dass er nicht mehr am Leben ist. Das war ein schlimmes Gefühl. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall finden und nach Hause bringen. Viele sehen den Einsatz skeptisch. Die Suchmannschaften hatten die Gegend mehrfach komplett durchkämmt. Es war also ziemlich wahrscheinlich, dass wir nichts finden würden. Die Polizisten haben nicht mehr daran geglaubt. Sie hatten den Fall schon abgeschlossen. Aber Robinson lässt sich nicht entmutigen. Ich mache mir keine großen Gedanken über die Erfolgsaussichten. Ich versuch's und entweder es klappt oder es klappt nicht. Robinson lässt die Drohne fliegen. Jetzt muss sie zeigen, was sie kann. Wir wussten, was das Kind anhatte. Einen weißen Pulli mit braunen Ärmeln. Danach haben wir gesucht. Robinson aktiviert den Autopiloten. Der Autopilot der Spectra ist extrem leistungsfähig.
Er erkennt, wie hoch und wie schnell die Drohne ist und berechnet anhand dieser Daten, wann er ein Bild machen muss. Wir können einen Suchbereich also zu 100% abdecken. Uns entgeht nichts. Zehn Minuten später kehrt die Spectra zurück. In seiner mobilen Zentrale geht Robinson an die Arbeit. Nach jeder Mission übertrage ich die Daten der Speicherkarte sofort auf meinen Laptop. Dann wertet er die Bilder aus. Robinson nennt das Squinting. Der Begriff kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn sich die Alliierten Luftaufnahmen von feindlichen Gebieten angeguckt haben, mussten sie die Augen zusammenkneifen, um alles richtig zu sehen. Das englische Wort dafür ist to squint. Irgendwann haben sie dann angefangen, das Auswerten von Bildern squinting zu nennen. Und genau das, was die Alliierten gemacht haben, tue ich heute auch. Ich squinte jeden Bildausschnitt, bis ich finde, was ich suche. Wir können zum Beispiel den Boden etwas näher ranholen. Das gehört zum Squinten dazu. Schon nach kurzer Zeit entdeckt Robinson etwas Merkwürdiges. Einen roten Punkt in einem See. Ein Hubschrauberteam sieht sich die Stelle genauer an. Ich habe der Hubschrauber-Crew die Koordinaten durchgegeben und sie sind direkt dorthin geflogen. Etwas später kam dann über Funk die Durchsage, dass sie den Jungen gefunden hätten. Sie konnten ihn eindeutig identifizieren. Leider kommen die Helfer zu spät. Der Junge ist tot. Aber die Eltern haben jetzt Gewissheit. Auf der Aufnahme sah man ganz in der Nähe einen Alligator. Ein paar Stunden später hätten wir die Leiche womöglich nicht mehr bergen können. Robinson sieht großes Potenzial in der Drohnentechnologie. Ich glaube, an dem Tag habe ich viele Menschen überzeugen können. Sie haben gesehen, was eine Drohne leisten kann. Unbemannte Luftfahrzeuge kommen überall auf dem Erdball zum Einsatz. Die Global Hawk, die Shadow, die Hunter, die Raven, die Reaper, der K-Max-Hubschrauber. Die Liste der ferngesteuerten Flieger wird jedes Jahr länger. Alles, was bemannte Fluggeräte können, schaffen Drohnen auch. Bald werden sie Dinge können, von denen wir nie zu träumen gewagt hätten. Weder in der bemannten noch in der unbemannten Luftfahrt. Allein im Jahr 2015 hat das Pentagon fast 2,5 Milliarden Dollar in die Drohnenentwicklung gesteckt. Schleudersitze, Lebenserhaltungssysteme, Cockpits. Drohnen machen das alles überflüssig. Wo sonst ein Pilot sitzt, haben Sensoren, Waffen oder extra Treibstoff Platz. Eines Tages werden Drohnen sich womöglich selbst steuern. Der nächste große Schritt sind autonome, unbemannte Kampfflugzeuge wie die X-47B der Navy. Die X-47B landet und startet mit Hilfe eines Bordcomputers. In der Luft ist sie ihr eigener Pilot. Diese Flugzeuge könnten selbstständig Missionen fliegen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Vorher müssen wir einen Haufen technischer Probleme lösen und es wird extrem teuer. Auch der Markt für zivile Drohnen boomt. Jedes Jahr setzt die Branche ca. 1 Milliarde Dollar um. Der Markt für zivile Drohnen ist durch die Decke gegangen. Überall auf der Welt werden faszinierende kleine Flugroboter hergestellt. Und die Einsatzmöglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Immobilienmakler nutzen Drohnen, um Grundstücke abzufliegen. Versorgungsunternehmen untersuchen damit Stromleitungen. Und die Polizei spürt ausgebüxte Alzheimer-Patienten auf. Drohnen gehören heute schon zum Alltag. Auf dem Schlachtfeld und in unseren Städten.
Sie werden immer schneller, leistungsstärker und intelligenter. Wenn Sie am Himmel ein Flugobjekt entdecken, schauen Sie genau hin. Es könnte die Zukunft der Luftfahrt sein.